So, hallo, ich begrüße euch zu einer Zwischenfolge Mario Maker. Der Grund: ein neuer Ninja Speedrun ist da. Den wollen wir uns natürlich ansehen und entsprechend auch angehen. Der Schatz im tiefen Wald. Um diesen Level abzuschließen, müssen Sie die 10er-Münze finden, die sich in den Tiefen des Waldes verbirgt. Findet zuerst den schnellsten Weg nach unten. Beim Hinaufklettern danach könnte es helfen, an der richtigen Stelle von der Wand abzuspringen. Oh, ist das jetzt ein vertikales Level? Okay. Wir haben ja erst wieder Zeit, uns das Level anzugucken in Ruhe und dann erst die Speedrun-Attempts zu starten. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Also, ich muss eine 10er-Münze sammeln. Okay, so viel Zeit ist gar nicht. 200 Sekunden. Und dann nehme ich an, hier oben ist dann das Ziel, ja? Okay, alleine da wird die Frage sein, ist es schneller unten durchzurutschen? Oder einfach da drüber? Ich denke, da drüber springen wird am schnellsten sein. Okay, aber dann kann man entweder hier hochkommen oder man kommt hier wieder hoch. Okay, dann gucken wir uns nochmal den Weg nach unten jetzt an, in Ruhe. Was ist hier drin? Da ist nichts drin, da war auch nichts drin. Wäre irgendwo was Hilfreiches drin? Da auch nicht. Guck mal, hier kann ich zum Beispiel durch. Oder auch nicht. Na, vielleicht von der anderen Seite. Vielleicht, wenn ich von da unten irgendwie... Ah, hier kann ich rein. Okay, da kann man theoretisch rein. Ja, da käme man theoretisch rein. Okay. Das würde auf jeden Fall beim Rückweg helfen. Boy. Das hilft auf jeden Fall beim Runtergehen. Okay. Ich sehe schon, das sind lauter solche Taktiken. Oh wei. Da ist die Münze. Ah, das war's schon. Da ist nochmal ein Pilz, der ist unrelevant. Das war's schon. Und dann muss ich einen Rückweg finden. Einen möglichst schnellen. Oh, das wird so viele verschiedene Strategien geben. Aber hier ist es auf jeden Fall gut, klein zu sein. Es ist nicht unbedingt gut, klein zu sein. Okay. Ah, das ist enorm klein, das Level. Okay, wenn ich hier nicht groß bin, kann ich da nicht runterstampfen. Das ist schon mal blöd von mir gewesen. Aber jetzt sind wir auch schon ganz unten. Komme ich hier? Ne, da komme ich nicht hoch. Hier komme ich auch noch nicht hoch, ne? Das ist... Ne, das geht nur für das Runterstampfen, ist das hilfreich, aber sonst nicht. Aber hier könnte ich... Hier könnte ich einen Wall-Jump ansetzen. Und dann hier den... Und dann hier den kleinen. So, und dann kann ich mich ja hier treffen lassen, das ist jetzt egal. Und dann komme ich hier oben raus. Eieiei. Ja, und dann einfach so ins Ziel. Okay. Puh. Oh yeah. Mario time. Mal gucken, was der Schnellste für eine Zeit hat. Okay, wir müssen auf jeden Fall unter 30 Sekunden müssen wir kommen. Unter 20 ist möglich. Für ganz krasse Leute. Ja, man sollte auch loslaufen. Wir machen es erstmal ohne Ninjis. Um erstmal selber so ein bisschen uns eine Strategie zu überlegen. Ich sagte ohne Ninjis. Ne, dass wir uns nicht komplett schon vorher angucken, wie die das alles spielen. Sondern erstmal selber so ein bisschen überlegen, was gehen könnte. Das war zum Beispiel schon mal blöd. Aber jetzt komme ich die ganzen Sachen nicht mehr hoch. Ich könnte hier den Pilz wieder hoch... Ja, das war schon das. Okay, also den Pilz würde ich doch gerne behalten. Die Frage ist, ist es schneller, den mit einer Stampfattacke oder so zu holen? Hm, nicht sicher. Ah, nein! Da werde ich jedes Mal reinsegeln. Das ist doch dumm. Ah, das ist jetzt schon wieder richtig schlecht hier. Was wir hier fabrizieren. Aber richtig, richtig schlecht. So. Und jetzt sind wir aber an der Stelle, wo ich nach oben... Ja, jetzt ist natürlich das Problem.
Ah, dass ich den so nicht umgehen kann. Ah. Ja, es ist ein bisschen besser, aber nicht mal ansatzweise. Da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach unten. Oben. Nach oben ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft. Okay. Ja, das brauchen wir gar nicht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall Pilz behalten, das ist schon mal ganz wichtig. Und dann auf jeden Fall hier runter. Und dann hier einen Dreher machen, dann bin ich direkt bei der Münze. So. Dann gehe ich so. Nee, das ist völlig falsch. Das ist viel zu lange, dieser Weg. Und jetzt habe ich ja wieder das Problem, dass ich an dem nicht vorbeikomme. So einfach. Ja doch, theoretisch schon. Oh, das wird schon mal sub 30. Unter 30 kommen wir jetzt schon mal durch. Okay. Da gibt es bestimmt wieder ganz krasse Strategien. Uff. Da gibt es bestimmt wieder ganz krasse Strategien, die man anwenden kann. Mit den Gegnern, die da. Scheiße. Mit den Gegnern, die da rumfliegen. Kann man bestimmt irgendwas Sinnvolles anstellen. Uff. Also wichtig ist, nein, da nicht treffen lassen. Da muss ich dran vorbeikommen. Möglichst ohne Zeitverlust. Na. So, hier direkt rüber. Ach, ich kann ja hier hoch zurück. Ich bin ja dumm. Okay, ich gehe hier hoch zurück. Und dann, ah nee, dann nicht mehr da oben, sondern und dann gehe ich den Weg hier hoch. Oh mein Gott. Und dann gehe ich. Nein, das wollte ich nicht. Und dann gehe ich den Weg da hoch. Das müsste möglich sein. Das müsste möglich sein, ja. So. Wenn man einen Weg findet, das ohne Pilz zu machen. Ah, Mist! Das war eigentlich gut. Jetzt nicht mehr. Der Anfang war eigentlich echt gut. So, ich gehe hier hin. Na. Dann gehe ich hier hoch. So, und dann bin ich jetzt ja. Oh nein! Wenn ich jetzt noch den Hit hätte, könnte ich hier einfach durch. So muss ich jetzt wieder warten. Jetzt bin ich noch viel schlechter als vorhin. Dann brauche ich gar nicht weiterspielen. Jetzt war ich noch viel schlechter als vorhin. Aber ohne Pilz wird es halt kritisch. Weil ohne Pilz habe ich halt nicht die Möglichkeit, hier die Stampfattacke zu machen. Ne? Da müsste ich dann hier. Ist das schneller? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Stampfattacke will ich unbedingt machen. Ich glaube, die spart mir einiges an Zeit, was es wert ist, den Pilz zu holen. Könnte ich mir schon vorstellen. Ah, ich. Na, ja, das war jetzt schlecht. 3, 3,50. Wir waren vorhin bei 3,0 schon durch. So, und dann hier runter und dann hier rüber. So, und jetzt einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Einmal hier hoch. So, und jetzt kann ich nämlich. Aber jetzt sind manche schon im Ziel gewesen. Ey, krass. Das ist. Boah, das wird nicht viel besser als das letzte. Ich bin viel zu langsam. Ich habe mich zwar verbessert, aber ich bin viel zu langsam. Krass, was die für eine Zeit haben. Das ist übel. Na, das wollte ich nicht. Gibt es hier irgendwie eine. Guck mal, hier komme ich auch runter. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der ist natürlich deutlich krasser an der Seite.
Genauso. Aber ich denke, den Pilz will man sich dann auf jeden Fall holen. Ich kann mir was anderes nicht vorstellen. Nein! Oh, da kommen nochmal die Donuts. Wie komme ich denn da schnell vorbei? Wie komme ich denn da schnell vorbei? Vielleicht so? Dann so? Ja, das dauert schon wieder viel zu lange. Nein! Ah, und jetzt sind die auch schon wieder im Ziel. Das ist doch sick. Ich meine, ich bin wieder besser als vorhin. Ich bin wieder deutlich besser als vorhin. Aber. Uff. Uff. Das ist noch überhaupt nicht der Weg, den ich gehen will. Weil ich so keine Chance habe, ansatzweise an die 20 Sekunden zu kommen. Also nicht mal ansatzweise. Ich muss hier einen echt fixen Weg finden, um da runter zu kommen. Aber guck mal, hier sind drei. Ich finde hier keinen. Ich muss da einen schnellen Weg durchfinden. Irgendwie so, 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 so. Ah, nein! Jetzt bin ich da gelandet. Ah, das war ein guter Anfangsweg. Okay, 3-2-0 ist besser. Ah, jetzt bin ich da hängen geblieben. Ach, jetzt habe ich Quatsch gemacht. Drei, zwei wieder, okay. So muss ich das machen. So, dann hier. Zack, 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 zack. Dann hier hoch. Na, der Hit ist ungünstig. Der Hit ist ganz ungünstig. Aber die Zeit wird noch mal deutlich besser als vorhin. Ah, viel besser. Jetzt verlassen wir schon so langsam den Mittelwert. Ja, jetzt gehen wir schon in die bessere Hälfte. Aber mit ganz viel Verbesserungspotenzial noch. Ich denke, hier kann ich vor allem durch den Diensten anfangen. Da gibt es bestimmt noch. Ist es schneller, wenn ich eine Stampfattacke mache? Ich glaube nicht. Ja, so schon mal sowieso nicht. Nee, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Okay. Aber auch das, ja, 3, 2, 1, 6. Naja. Also ich will ganz drüber. Oh nein! Bei 3, 1, 6 schon wieder schlechter. Also hier rüber, hier rüber, hier rüber und dann da runter. Da nicht aufstampfen. Das Aufstampfen kostet natürlich nochmal Zeit, das ist klar. Ich würde es gerne schaffen, über den Sprung auf dieses Viech so hoch zu kommen, dass ich direkt da hochkomme. Aber das schaffe ich nicht. Ne? Das ist nicht drin. Jetzt wäre halt dann die Frage, ist es vielleicht doch schneller, so hoch zu gehen? Anstatt da oben den Wandsprung. Vielleicht geht das ja sogar schneller. Vielleicht muss ich den Wandsprung ja gar nicht machen. Vielleicht ist der Wandsprung ja eine falsche Fährte. Kann ja auch sein. Ah, ich darf da nicht zu weit nach rechts drücken. Der war.
Na, gar nicht mal so gut. So, jetzt habe ich nicht aufgestampft. Nein! Und dann irgendwie über das hier. Vielleicht komme ich dann doch so schneller hoch. Ich weiß es nicht. Da muss ich aber schon... Ich weiß es nicht. Wie kommt das an der Wand hochspringen eigentlich schon am sinnvollsten vor? Nein! Oh, ich habe ihn wieder versaut. Damit komme ich nämlich eins höher. Damit komme ich direkt eins höher. Jetzt laufe ich darüber. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Oh, das war gut. 3-1-5-0 geht auch. Okay. Ah, hallo? Viel zu spät angesetzt. Drei, zwei, null. Nein, jetzt hat er wieder gestampft, aber ist egal. Zum Testen reicht's. Ah. So nämlich. Und dann komme ich hier hoch und dann komme ich hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ah, aber dann komme ich... Oh, wenn ich den mitnehme... Den als Wandsprung mitnehme. Das müsste gehen. 3-1-3. Jetzt bin ich allerdings groß. Jetzt muss ich über die Dings drüber gehen. Aber das ist eigentlich nur ein Sprung. Ich glaube, es war schlechter als vorhin, oder? Ist 25, 5, 9, 8? Hatte ich nicht irgendwas mit 24? Ja, ich hatte 24. War schlechter. Oh, ich weiß nicht, ob das gut war gerade. Nein, oh nein. Jetzt habe ich hier gestruggelt. Ist da der Hochweg, der... Ich denke, aber das ist hier links hochgehen, ist, denke ich, schon am schlauesten am Anfang. Dann ist halt die Frage, was dann? Wie geht's dann weiter? Nein, ich hab Quatsch. Oh, egal. Jetzt üben wir mal kurz. Also, ich will ja... Ich will ja... Hier hoch. Also, so, so. Kann ich den gleich mitnehmen, ist die Frage. So, so. Wait, 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 wait. Komme ich an den direkt ran? Ja, und dann theoretisch direkt so weiter. Und wenn ich von hier... Moment. Moment, wenn ich von hier aus... hier hingehe... Wait, das geht nochmal besser. Das geht nochmal besser. Also so, so, so. Nee, hier noch nicht, hier noch nicht, hier noch nicht, hier noch nicht. Habt ihr auch gerade diese Störgeräusche oder hört die nur ich? Ich hoffe, die hören nur ich. Ich glaube, die sind vom Headset. Okay, der Hit ist eigentlich... Oh, hier könnte ich... Oh mein Gott, das ist der Weg to go. Uff.
Oh, der ist kritisch, aber der hält mich kaum auf. Der hält mich kaum auf. Nein, zu bald. Ach, Mann. Oh, 3-3-0 war gar nicht mal so gut jetzt. Ah, ist egal. Zum Testen ist es okay. So, also hier, dann hier. Dann einfach hier hoch. Die Hits sind eigentlich echt egal. Jetzt habe ich Quatsch gemacht. Moment, wie ging es denn dann weiter? Also nochmal. Wir gehen hier hoch. Hier. Dann. Ja, okay, jetzt kommt der gerade rum. Dann hier. Oh gut, ich könnte von da aus allerdings also auch dann hier weitermachen. Ich glaube, das kostet Zeit, da oben sich nochmal rumzudrehen. Wir hatten vorhin so eine gute Route, dass ich oben an dem Fragezeichenblock gelandet bin, direkt. Wie ging das denn? Na, jetzt habe ich Quatsch gemacht. Jetzt habe ich richtig Quatsch gemacht. Mist. Ah ja, das ist schlecht. Da brauche ich gar nicht reingehen. Aber das irgendwie... Wir machen jetzt mal Ninjis an. Und gucken mal, was die so treiben. Ich denke, wir haben lang genug uns jetzt selber angeschaut, unsere eigene Strecke. Wir schauen mal, was wir übersehen haben. Okay, einige nehmen einfach gar nicht den Pilz mit. Aber ohne den Pilz komme ich hier doch nicht. Komme ich dann trotzdem schnell hier runter, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ah, boy. Da gehen drüben auch einige rum anscheinend. Einige klettern da auch einfach. Okay, aber das sind, glaube ich, keine guten Zeiten, die wir da gerade sehen. Den Pilz holen sich die wenigsten. Das beunruhigt mich. Das heißt nämlich, dass meine Pilzstrecke nicht funktioniert. Was? Gehen wir denen mal hinterher, die direkt durchlaufen. Ach, ich wollte nicht beenden. Gehen wir denen mal hinterher, die direkt durchlaufen. Wo gehen die jetzt lang? Darunter. 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 Und das geht schneller als mit dem Pilz. Wieso bin ich jetzt zu dumm, den Wandsprung zu machen? Uff. Oh no. Oh, da kann man echt gut vorbei, ne? Ja. So.
Aber hier brauche ich jetzt halt echt... Ah, das ist... Nee, das ist nicht gut. Nein, da darf ich nicht hängen bleiben. Oh boy. Oh boy, ich bleib da viel zu viel hängen. Und ich kann irgendwie mit dem Kleinen den Wandsprung nicht ordentlich ausführen. Was mache ich denn da für einen Quatsch? Ah, Mist, jetzt ist der gerade da. Nein. Schlecht. Guck mal, wie schnell die, wie weit die schon vorne sind. Und dann kommt der gerade. Ah, ist das doof. Wie kommen die so schnell da runter? Ja, okay, die bleiben da halt einfach nicht hängen. Boah, ja, das ist schon... Schon eine Hausnummer, ne? Puh. Oh, nee. Nicht hängen bleiben, direkt hier weiter, direkt da runter. Oh boy. Ach super. Oh, das ist, es ist richtig kritisch. Nee, also ohne Pilz möchte ich da nicht durch. Ohne Pilz möchte ich da nicht durch. Also ich sehe ein, dass er wahrscheinlich schlecht ist, weil es mich echt Zeit kostet und die kommen schneller runter. Aber uff. Uff. Man spielt echt ganz anders, wenn diese Viecher mit rumrennen, ne? Man wird viel hektischer. Das war schon wieder blöd. Dann ist... Ah, ich meine, an dem käme ich vorbei, wenn ich ungefähr wüsste, wo er immer ist, an der gleichen Stelle. Dann käme ich an dem ja vorbei. Das war blöd. Jetzt ist er gerade da. Ah, es ist... Aber selbst zu der Zeit haben ja manche schon das Ziel abgeschlossen. Da kommen die ersten runtergeprasselt. Ich glaube, mein Hochweg ist noch nicht der beste. Ach, Mist. Oh, die Viecher nerven mich. Ich mach die mal wieder weg. Die lenken einen voll ab. Vor allem in dem Fall ist es halt wirklich so, dass die überhaupt nicht irgendwas nützen. So, das war jetzt schlecht, aber ist egal. Mist. Aber hier, ich hatte hier irgendwie einen besseren Weg vorhin. Ich weiß nicht mehr, wie der ging. Irgendwie so und dann... Wait, 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 wait. Wir probieren das mal noch ein bisschen.
Moment. Ich komm. Ach. Leck mich. Nein! Also ich komme von hier. Gehe ich direkt hier weiter. Dann hüpfe ich hier ran. Ah, das ist Kacke. Und, aber da auch da, zu der Zeit sind auch schon längst welche durch. Schaffe ich den Rückweg, ohne mich vorher groß zu machen? An sich ja. Ach man, hängt das sich überall hin. Und dann bleibt er da irgendwie so komisch hängen. Das ist ganz merkwürdig, ne? Oh. Wie bin ich denn gerade da zielgenau reingekommen? Ich bin über den gegangen. Wait, oh, stopp. Nochmal. Machen wir mal, wenn ich groß bin. Geht das auch, wenn ich groß bin? Aber was nützt mir das? Geht das? Ist das schneller? Ist das besser? Ah, es klappt, auch nicht immer. Ah, es klappt echt nicht immer. Okay, nochmal von vorn. Ah, nee, 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 nee. Genau andersrum. Also, ich habe hier die Münzen. Ich gehe mit einem Sprung direkt da hoch. Hier geht das? Ja, ein bisschen. Dann hier ran, hier ran, hier ran. Und dann hier hoch. Hm. Ist das schneller? Dafür muss ich aber wirklich groß sein und im besten Fall vorher den Block da drüben zerstört haben. Also so runter. Ah, scheiße. Und dann so hoch. So hoch. Ah, das hat schon wieder Kacke. Jetzt gehe ich wieder da. Ja, toll. Ah, hä. Das ist zu viel. Also der Weg ist sicherlich möglich. Aber es ist für mich zu viel auf einmal, was ich beachten muss. Ah, der Treffer ist blöd. Jetzt komme ich... Ja gut, jetzt kann ich den Block nicht mehr kaputt machen. Ich glaube, ich darf den Pilz nicht nehmen. Ach, ich... Grrr. Das wollte ich nicht, aber... Naja, naja. Kann man machen. Ach, Kacke. So, und dann... Wenn ich, Moment, wenn ich hier hochkomme, geht's hier ran, hier ran, hier ran. Dann irgendwie da hoch. Es ist nicht optimal. Es ist alles nicht optimal. Überhaupt nicht. Aber geht das schneller? Das ist ja die Frage. Das ist auf jeden Fall besser, als was ich bisher gemacht habe.
Ah, jetzt habe ich mich hier ein bisschen aufgehalten. Ach, komm. Ach, Mann. Es ist halt doch ein sehr unkoordinierter Rückweg, ne? Das muss man... Oh, Gottes Willen. Das muss man schon dazu sagen. Aber warum mache ich denn jetzt sowas? So und dann irgendwie da zurück. Das müsste eigentlich drin sein. Ah. Alles nicht optimiert hier. Oh nein, jetzt brauche ich da nochmal einen. Ach, Kacke. Das ist alles nicht optimiert. Oh, jetzt bleibt er da hängen. Ich glaube, es hackt. Aber Wait, warum? Wenn ich von hier komme, kann ich doch auch so zurück. Geht das schnell? Das ist auch nicht besser. Das fühlt sich auch nicht besser an. Scheiße. Das kostet halt Zeit, hier auf... Ah! Hier auf einer Stelle zu laufen, zeitlang, ne? Aber wie geht's dann weiter, wenn ich von hier komme? Als kommt der da an. Ein kleinerer Sprung, da dann nochmal und dann hier hoch. Irgendwie so. So, das ist eigentlich das Ziel. Aber das hier kostet halt Zeit. Das da kostet Zeit. Und das hier funktioniert halt nicht immer. Ah, jetzt... Es könnte nochmal... Nee, das wird keine bessere Zeit. Bis ich da am Ziel bin. Nee, 25. Du, ich glaube, über die 24 komme ich so schnell nicht mehr raus. Eieiei. Die 24 war schon nicht schlecht. Weil, wenn ich es klein mache, kann ich halt keinen von den Blöcken zerstören. Dann spare ich mir da am Anfang zwar massig Zeit, aber der Rückweg ist halt komplett dumm. So, ich weiß nicht, wie er da sinnvoll zurückgehen soll. Ja, es war schlecht. Ach, es, wie mich sowas nervt, wenn er sich irgendwo festhängt, ne? Das ist der Anfang, den ich haben wollte, fast. Bis auf den Blödsinn danach war das der Anfang, den ich haben wollte. Und hier, wie gesagt, das ist halt dann das Problem. Oh nein!
und dann einfach da hoch. Also es ist schon ein recht guter Weg, glaube ich. Sicher nicht der beste. Ah, es... Das war mein relativ guter... Nein, jetzt habe ich da Quatsch gemacht. Oh, ich könnte kotzen, wenn ich sowas... Na ja, toll, jetzt machen wir wieder den Quatsch hier. Es ist... Das war nicht der Beste. Dass er da nochmal hängen bleibt, das ist... Oh nein! Jetzt habe ich da wieder Zeit gelassen. Ah, das ist eigentlich echt ein flotter Rückweg. Dieses Stück, denke ich, ist recht flott so. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ey. Ah, ich... Nein, das hat wieder viel zu viel Zeit gekostet, ansatzweise. Mann, ich war vorhin mit einem richtig guten Weg hier runter. Da bleibe ich noch zu viel hängen. Und da schaffe ich jetzt komischerweise den Sprung nicht mehr immer. Ah, ich... Nee, ich mag nicht mehr. Ich gucke mir mal ein paar Videos an. Schauen wir mal an, wie das so gelaufen wird. Dann werden wir das nochmal spielen die nächste Zeit. Aber jetzt soll es das erstmal dafür gewesen sein. Ich habe jetzt genug Zeit dafür aufgewendet. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.